Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich wieder bei meiner Cousine und zwar ist ja heute Halloween und wir wollten mit den Ponys, denke ich, oder Pferdeponys halt ausreiten gehen an Halloween und zum Beispiel so ein halt, wir haben auch Kostüme für die gekauft, so ein Halloween-Reiten machen und wir nehmen euch auch heute den ganzen Tag mit. Also es ist ein Vlog plus halt Halloween-Reiten, also so ausreiten und wir nehmen euch mit. So, wir sind jetzt hier bei den Ponys und zwar werde ich euch die mal ein bisschen vorstellen, ne? Das ist Manitou, es ist ein Mischtinker und da hinten, da hinten ist auch Bayazzo, das ist ein Knappschrupper, kann man glaube ich nicht so gut sehen. Und ja, den wird meine Cousine Shanice reiten, also halt Bayazzo. Und jetzt gehen wir mal hier rüber, hier ist Mikosch, auch ein Knappschrupper. Ne? Und den wird von uns niemand reiten. Dann gehen wir hier rüber. Ich werde Bronco reiten. Hier ist Bronco, ist ein deutsches Reitpony. Und ja, den werde ich reiten. Ne? Wir haben auch Kostüme für die und so. Und ich bin schon so mega aufgeregt. Und hier ist auch Lucky, Shetland Pony. Ne? Den reiten wir auch manchmal nur so zum kleinen Mini-Ausritt und so. Weil wir reiten jetzt auch nicht mehr so lange. Und da hinten ist Rico. Ich weiß nicht, ob man ihn sehen kann. Das ist auch ein deutsches Reitpony. Also glauben wir zumindest. Und ja, den räumen wir auch ganz oft. Und ja, es macht auf jeden Fall auch mega Spaß, die zu reiten und so. Und wir wissen jetzt noch nicht ganz, was wir jetzt machen. Ich denke, wir werden noch ein bisschen irgendwas spielen oder so. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Also, wir wollten euch kurz die Kostüme zeigen. Und zwar ist das hier das Pferdekostüm. Das ist für Bronco. Ja, glaub schon. Ja. So, das ist halt silber, damit die Autos auch, uns auch gut sehen können. Und wir werden natürlich auch noch so eine Autowarnweste anziehen. Ja, und hier kommen die Ohren rein, also hier in diese Löcher. Und hier in das kleine Loch kommt der Schopf. Und hier dann die Augen. Und das ist dann so. Aber das müssen wir noch ein bisschen schneiden, weil das in die Augen piekst. Das können wir gleich mal machen. Ja, und dann kommt das hier so über die Nase halt so. Und der Rest dann halt hier da hinten. Also halt über den Rücken und über den Po. Und dann kann man das auch noch so. Und das hier ist dann halt für den Schweiß. Halt, damit man das. Man kann das nicht so gut filmen. Also bitte entschuldigt, dass das so wackelt und so. So, das. Ja, und das kommt dann halt der Schweif rein. Und dann kommt der Sattel auch da drüber, denke ich mal. Ja. Wenn wir damit Sattel reiten, wir könnten ja vielleicht auch ohne reiten. Und das oder ist so. Auch ein Pferdekostüm. Wir haben jetzt beide Pferdekostüme. Wir wollten auch noch einen Menschenkostüm holen. Also muss ich kurz hier reinmachen. Wir machen das jetzt kurz hier in ihr Fahrrad rein. Und dachte, das ist irgendwie mega schön, die Farbe, keine Ahnung. So, jetzt holen wir nochmal das Menschenkostüm, weil wir haben jetzt auch für einen Mensch so ein Kostüm. Und ja, wir werden halt so eine Stunde, denke ich mal, reiten. Und ja. Mehr weiß ich auch noch nicht. Wir werden die halt gleich vielleicht putzen und ja. Hast du's? Ja, ich glaube. Ja, das ist es. Ja, sie holt's gerade. Warte. Und zwar sieht das dann ungefähr so aus. Ja. Ja. Und man sitzt es dann halt alles noch bedeckt. Ja, das ist auf jeden Fall mega, mega cool. Und wir werden uns halt sozusagen als Alien schminken, aber wir werden das auch nicht so Großes machen, da ja man nicht bei so vielen Leuten klingeln darf wegen Corona. Ja, also wir klingeln nur bei 3 Nachbarn. Ja, und ja, ich denke, jetzt haben wir nichts mehr zu sagen und wenn wir was Spannendes wieder machen, nehmen wir euch natürlich wieder mit. So, ich sitze gerade hier auf dem Lucky. Ne? Ja. Ich kurz mal gucken wollte. Und hier ist der Bronco und da ist der Rico. Wir haben nämlich gerade Möhrchen verteilt. Und jetzt schmusen wir hier noch ein bisschen. Und ja, wir haben ihn endlich mal so eine dicke Big Mähne durchgekämmt. Also Shanice hat das gemacht. Wo ich die Pferde ein bisschen abgesaugt habe mit dem Pferdestaubsauger. Da die ziemlich dreckig waren und wir halt auch bei auch nicht so viel putzen wollten. Ja, wir waren einfach zu faul. Ja, hier sieht man einfach, wie dick seine Mähne ist. Ja, der Schweif geht eigentlich noch. Okay, hier ist er richtig dick, dreckig. Und wir wissen halt gar nicht, was wir machen sollen und so. Und deswegen chillen wir einfach nur ein bisschen hier bei den Ponys vielleicht. Und au. Ja, dann würden wir uns wahrscheinlich später wiedersehen, wenn wir wieder was
machen, wenn wir wissen, was wir machen. Ja. Und ja, da ist meine Cousine. Und ja, dann bis später. So, gut. Wir sind, egal, reit weiter. Wir sind gerade unterwegs und zwar reiten wir hier so eine mini kleine Runde aus. Mit hier Lucky ist, und Rico. Ja, genau. Und seine Mähne sieht gerade ein bisschen zerstrobert aus. Und wir nehmen euch ein bisschen mit. Ich muss sie gerade ein bisschen lenken. So. So, und wir werden jetzt hier so, ich habe ja mal ein Video gepostet, wo wir Eier holen waren. Den Weg werden wir so ein bisschen reiten. Ja, also wir werden eigentlich hier genau den gleichen Weg reiten und wir werden jetzt noch ein bisschen was hier entgegenreiten, weil die wollten Eier holen. Ja, genau. Und ja, dann nehmen wir euch ein bisschen mit, wenn ich mitfilmen kann. Es wird ein bisschen schwierig, aber ich versuche es, da ich die von der GoPro das Stativ nicht mitgenommen habe. Aber ich denke, das funktioniert auch so. Und ja, und Bronco wird da hinten auch die ganze Zeit schon, weil die ja nicht da sind. Rico und Lucky und wir gehen mal ein bisschen da. Und ja, wir sind halt ohne Sattel unterwegs. Oder wir reiten eigentlich nie mit. Wir reiten eigentlich nie mit Sattel bei Rico und Lucky. Nee. Weil bei Sattel ist immer blöd. Also der sitzt nicht richtig und der rutscht halt im Galopp immer nach vorne. Ich weiß nicht, ja, dahin geflogen ist. Deswegen. Ja, ich bin mal runtergeflogen. Lucky Sattel ist total unbequem unter einem Steigbügel, deswegen ja. Deswegen reiten wir einfach immer ohne Sattel. Ohne Sattel bei den beiden zu reiten. Ja, ich auch. Schreibt mal in die Kommentare, wenn die offen sind, aber ich denke nicht, ob ihr lieber ohne Sattel oder mit Sattel reitet. Und ja. When we slept on top of cars, now I don't know you, you don't know me too. I remember bleeding times when we watched the sparks so fly. Now I don't know you, you don't know me too. Stars shone in our eyes like the lights of fireflies. We were upset. So, wir sind jetzt wieder zurück und wir konnten halt nicht so viel filmen, da es ein paar Probleme gab, da die immer nach Hause wollten. Und also dein Pferd meint zwar nur langsam. Ja, da haben wir uns nur einen Stock genommen. Also. Halt so, und wir haben die jetzt wieder zurückgebracht. Ne? Wir sind jetzt hier wieder am Heumummeln oder auch nicht. Und ja, wir sind halt wieder zurückgesagt und wir werden jetzt kurz diese ganzen Sachen wegbringen. Ja, können wir schon mal weg. Und vielleicht werden wir auch Sattel putzen, aber das wissen wir noch nicht ganz. Vielleicht auch nicht. Und wenn wir da wahrscheinlich ein bisschen spielen. Wir waren mindestens 10 Minuten oder 15 Minuten weg. Und also mindestens 15 Minuten weg. Und mehr, eine halbe Stunde Minimum. Echt? Ich kann sowas nicht einschätzen. Und jetzt, weil halt Spaß macht, da ist es so kurz für einen. Mhm. Vielleicht werden wir mit den Ponys noch Tricks machen oder so. Aber wir wissen halt noch nicht. Wir sind einfach komplett planlos. Und ja, vielleicht machen wir noch irgendwas für den Halloween-Ritt. Wir haben schon angefangen, die Kostüme, die Augen so ein bisschen freizuschneiden, aber noch nicht alle. Und also ein Kostüm haben wir gerade fertig. Ja, und ja, werden wir nochmal gucken, was wir machen. So, wir werden jetzt anfangen, ich mache die gerade kurz ihre Haare. Und hier ist schon die ganze Schminke, die wir haben. Und hier ist noch so, und hier ist Fake Blut. Also ich würde sagen, wir sind vorbereitet. Ja, ich werde sie schminken, sie wird mich schminken. Und ja, als erstes wird sie... Aber dann wird auch aufschminken. Dann machen wir ihn. Ja, sie werden mich schminken. Ich muss mir mal kurz einmal umstellen. Denkst du, geht das? Gut. Aber du stehst die ganze Zeit davor mit. Was? Du stehst doch die ganze Zeit davor mit. Dummegal. Nein, auf. Cool. Nein. So, ich werde jetzt hier grün nehmen. Warte, ich muss noch ein bisschen das machen. Ich tanze, warte mal. Meinst du, das ist so wabbig? Mhm. So. Ich drauf. Guck mal, wie das aussieht. Ich lehne dich auch so zurück. Ist das so kalt? Komm mal weiter hierher. Ich bin so klein. Ich mach hier. Kriegt man das so? Bisschen. Also ich habe die und die Farbe in meiner Palette. Ich glaube, es sind alle. Mein Gott, brauchst du nicht mit Wasser machen. Du darfst nicht gucken, ja? Mhm. So, wir sind jetzt gerade schon bei den Ponys. Wir haben die schon geputzt. Und hier, und ich sehe gerade so aus. Wir haben es jetzt nicht so schön gemacht, da wir jetzt einfach schnell gehen mussten. Hier ist der Bronco.
ne? Und hier ist sein Kostüm, sein Sattel. Und hier, also wir reiten halt Western. Und hier ist halt, ich leite das Lied. Und hier sind schon die Tresen und es ist halt noch nicht so ganz dunkel. Warte, in der Kamera sieht man das gar nicht so gut. Ja, und jetzt werden wir noch das auskratzen da unten. Und ja, wir sehen uns, denke ich, auf dem Pferd gleich wieder. Und es kann sein, dass ihr uns da nicht so gut sehen könnt, weil es dann schon vielleicht dunkel ist und wir vielleicht auch keine Taschenlampen mitnehmen, aber ja, genau, ne? Mein guter Bronco. Ich bin schon so aufgeregt. Und ja.